Hallo und herzlich willkommen zum, wie ich mir gerade ganz spontan überlegt habe, Quickload Weihnachtsspezial. Das heißt, wenn alles einigermaßen so läuft, wie ich das gerne hätte, dann sollte man Quick Save fertig machen, werde ich das hier an Heiligabend hochladen. So, und wir fangen auch direkt mal hier mit dem ersten Schloss an. Ja, wir werden Weißlauf unsicher machen. Ich hoffe, unsere Dietriche reichen. Ansonsten müssen wir gleich bei den Händlern nochmal so ein paar nachkaufen. So, dann nehmen wir das mit. Ach komm, Stahldolch können wir auch mitnehmen. Oh ja, geht schon gut los. Wir sind bin überladen. Immer noch da. Aber ich dafür habe haben wir geschworen, die gute Lydia. Eure Last zu tragen. Nimm doch mal bitte das. Nimm die. Und das dürfte eigentlich soweit reichen. Ups, ihr geht so. Vor, ich folge. Ja, ich folge. Also ich meine, du folgst. Ja, wenn alles gut klappt, werde ich das Ganze hier so zum Heiligabend hochladen als kleines Weihnachtsspezial. Denn was kann man Weihnachten besser machen, als anderen Leuten die Bude ausräumen, die gerade abgelenkt sind? So, dann nehmen wir Lavendel hier mit. Boah, eine meisterliche, das wird echt. Da gehen jetzt einige Dietriche bei drauf. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Das müssen wir mal an irgendeinem Schloss testen. Na okay, meisterlich werden wir wohl an der Stelle noch nicht. Oh, warte mal. Okay, wir haben zumindest die richtige Ecke gefunden. Da. Nee. Doch, meisterlich ist echt so Millimeterarbeit. Und bei jedem Versuch geht ein Dolch dran. Dolch. Ach, leck mich. Mal so bis 25 machen wir es. Mehr machen wir nicht. Das wäre zu, ups, zu verplempert. Ach, das ist echt so eine haarfeine Geschichte, ne? Weil wenn du einmal irgendwie dagegen tickst. Scheiße. Na gut, okay, das Schloss lassen wir. Wo sind die Wachen gerade? Okay. Können hier mal. Das ist ja ein Lehrlingsschloss, das sollte man mehr oder weniger noch aufbekommen. Wenn wir es nicht vergeigen. So, wunderbar, damit haben wir das. Oh, wo ist die Wache? Hm. Hallo, liebe Wache. Sei doch so gütig und schau mal woanders hin. Muss der jetzt hier rumstehen? Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier rein. Und gucken mal, wer hier wohnt. Lydia, komm mal mit. Wir machen die Tür zu. Und erleichtern hier den Eigentümer dieser Schlafkammer mal um seine Habe. Bla bla bla. Ne, brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Dann bleiben nur noch hier Schränke und Kommoden. Was für ein kleiner Irrgarten? Das war ein Buch, ne? Bringt uns aber nichts, okay. Hatte jetzt nicht auf den Wert geachtet. Das Geld nehmen wir mit. Und ich weiß gar nicht, wo es da unten jetzt hingeht. Eine Vitrine. Ah, Schnauze. So, damit haben wir aber auch Schlösserknacken jetzt schon wieder um ein, zwei Punkte erhöht. Wo geht's denn hier hin? Das ist die Vorratskammer des Jarl oder was? Und wo hängen die Würste und der Schinken? Gibt es hier anscheinend nicht. Okay, das Gedöns brauchen wir nicht. Nee, nee. Kohlköppe brauchen wir jetzt auch nicht zwingend. Hier muss es doch irgendwas geben, was wert ist. Im Notfall die 9 Goldstücke. So, was haben wir hier? Hier schläft irgendein Bediensteter. Ich glaube, hier können wir uns mehr oder weniger frei bewegen. Ich habe jetzt zumindest noch niemanden gesehen. Ja, an der Stelle nochmal für alle, die jetzt schauen, ein fröhliches und vor allem besinnliches Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr habt euch zum jetzigen Zeitpunkt reich beschenken lassen oder
werdet noch reich beschenkt. Denn, seien wir mal ehrlich, das ist es doch, worum es den Leuten an Heiligabend geht. Nein, natürlich nicht. Es geht darum, mit der Familie die Zeit zu nutzen. Vielleicht tatsächlich einander eine kleine Freude zu machen, aber ich glaube wirklich, dass das Hauptaugenmerk da nicht, oder sagen wir mal für die meisten, nicht auf, nehmen wir mit, den Geschenken liegt. Ja, es ist ein wichtiger Bestandteil des Rituals einfach, aber im weitesten Sinne glaube ich, dass das schönste Geschenk am Heiligabend eigentlich tatsächlich der Abend mit der Familie ist. Früher war ich auch ein Abenteurer. Aber dann habe ich einen Deswegen hoffe ich, dass ihr da wirklich eine besinnliche und ruhige Zeit erlebt, die den Bürgern in Weißlauf heute abspenstig werden wird. Was wollt ihr auch? Ja, hier hatten wir ja weitestgehend ausgeräumt. Dann machen wir uns mal auf den Weg Richtung Stadt. Wir schauen vorher nochmal bei dem Magier vorbei, bei dem ich immer vergesse, wie er heißt. Na, komm schon. Ach ja, Entschuldigung, erster Ladescreen nach dem Öffnen des Spiels. So. Dann nehmen wir hier die Vitrine noch auseinander. Boah, das gibt's doch nicht. So, geht doch. Was haben wir denn da? Eisenschwert? Ach, lassen wir liegen. Das ist nicht wirklich wichtig. So, aber die Goldmünze nehmen wir mit. Ich vermute nicht, dass hier was Wertvolles drin liegt. Nein. Wir schauen mal, was uns hinter dieser großen Doppeltür hier erwartet. Ich weiß es ganz ehrlich nicht mehr. Drachenfeste Großstufe. Naja, wir brauchen wahrscheinlich schon so die erste Viertelstunde, bis wir hier in der Drachenfeste ein bisschen ausgeräumt haben. Hallo, Ladescreen. Okay, gut. Ich mache mir Sorgen um die anderen, sie. Was hast denn du in der Tasche? Ja, lohnt sich nicht wirklich. Sie sind ungeschützt und kaum bewacht. Ein ideales Ziel für diese verdammten. Ja, hier ist auch nichts bewacht, aber hier ist auch nichts, was sich zu klauen lohnen würde. Ich denke mal, dass das, ja, Versammlungsbalkon oder die Frühstücksterrasse darstellen soll. Mal eben einen Schluck Kaffee. So. Besser. Die Stimmbänder ölen. Dann gehen wir jetzt nochmal zu dem. Ach, wie hieß der denn? Himmelhilf. Immer schön den Himmel im Auge behalten. Ja, hier sind leider zu viele Leute auf einer Stelle. So, deswegen bedienen wir uns hier. Gut, so. Haben wir hier noch was? Nee, hier eventuell. Die anderen Regale haben wir weitestgehend abgeklappert. Haben wir irgendwas, was wir dissen können, wenn wir gerade schon mal hier sind? Ah, nee. Ja, komm, wir dissen mal den Ring. Dann haben wir zumindest die Verzauberung. Wir tragen ja, glaube ich, den anderen im Moment. Ja, hier sind mir eindeutig zu viele Leute auf einem Pulk. Da werden wir permanent erwischt, wenn wir da rumlungern. Ich glaube, wir lassen Lydia jetzt auch mal eben stehen. Ach ja, wir verlassen die Drachenfeste. Er muss gerade gefühlt ganz Skyrim laden. Schade ist es nur mit diesem einen meisterlichen Schwert. Ich gebe euch Deckung. So, du wartest. Wie mal ihr wünscht, Tane. Ne, ist klar, ne? Ich komme irgendwann später und hol dich wieder ab. Wenn ihr in Weißlauf Ärger macht, ja. Bla bla bla. Ich will jetzt nur den Leuten hier die Taschen ausräumen, sofern möglich. Und wir fangen mal hier mit dem guten Priester an. Lasst mich euch die Macht von Talos Sturmkrone zeigen, der aus dem Norden kommt. Wo mein Atem der lange Winter ist. So, irgendwer sieht uns ich noch. Ich atme nun in königlicher Pracht und gestalte dieses Land, das mir gehört. Wer sieht uns denn im Moment? Ach, die Isolde. Rote Legionen, jetzt denn ist es ich die Wache. Liebe euch. Ja, Liebe. Ja. Schon als Mensch hat der große Talos uns hochgeschätzt.
Denn in uns, in jedem von uns, sah er die Zukunft von Himmelsrand. Die Zukunft von Tamriel. Und wenn wir gleich mal wieder Und da ist kommt aber auch dauernd, wenn jemand sieht uns, ne? Die Nacht. Okay, das hat schon mal geklappt. Haha, hier machen wir jetzt tatsächlich wir sind die Kinder. Quick Save. Gnade! Na, das hat nicht funktioniert, okay. Ja, willkommen der beim bloße Gedanke Quick-Load ist für Special. Unsere Elfenherren unvorstellbar. Den Nein. Himmel mit... Da. Wir sind verloren! Nein, na, da müssen wir tatsächlich noch ein bisschen üben. Der bloße Gedanke ist für unsere Elfenherren unvorstellbar. Den Himmel... Schlüssel zu Heimsres Haus? Nee. Okay, die Halskette, ja wunderbar. Mit einem Menschen? Da haben wir Taschendiebstahl nochmal Tacken aufgebohrt. Gnade! Nein. Ja. Heute nehmen sie euch den... Dann machen wir hier... jetzt wollte ich gerade Quicksave machen, während ich hier in dem Menü drin bin. Oben. Aber was so, wird wunderbar. Morgen sein? Eins nach dem anderen holen wir uns. Taschendiebstahl immerhin schon mal auf 20. Da werden wir auch mal... Oh, cool. Werden die Elfen Skillpunkt euch die oder zwei reinpacken. Ihr habt na, jetzt will ich auch noch deinen Schlüssel... Wobei, wenn ich den Schlüssel habe, kann ich den Schloss nicht aufknacken zu dem Haus, ne? So, was haben wir hier? Heimskes Haus. Da müssen wir jetzt natürlich schauen. Ist nur ein Novizenschloss. Wer sieht uns denn? Er selber? Nee. Hat das Ding einen Hintereingang? Die Häuser hier haben ja irgendwie alle einen Hintereingang. Nee, das nicht. Okay. Na, der Weihnachtsmann hat es da leichter. Der geht durch den Kamin. Wie, widerwärtiger Dieb? Ich habe noch gar nichts gemacht. Also wirklich. Wir schauen mal, was passiert, wenn wir es... Nee, das war nicht gut. Vielleicht sollten wir doch den Schlüssel nehmen. Hier, Wache, was ist denn? Gibt es bei uns mittlerweile ein Kopfgeld? Haben wir wieder irgendwas verplant? Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Hat er eigentlich was? Lohnt sich das? No, ja, man könnte ihm das Schwert wieder klauen, was aber gemein wäre. Gold und Dietrich. Na, schade, ich hatte gehofft, dass wir es wenigstens mit dem Dietrich schaffen. Ja gut, dann gehen wir halt nochmal zu dem Heimskrill. Eure unwürdigen Diener lobpreisen euch. Und holen uns aus Protest. Nur durch eure Gunst und Güte können wir zu wahren Erlösung. Ja, okay. Vielleicht sollte ich mir Quicksave und Quickload auf die... Ihr habt unseren Lobpreis verdient. Auf die Maustasten legen. So Quicksave rechts und Quickload linke Maustaste. So, dann gehen wir jetzt mal zu Heimskrill nach Hause. Und erleichtern den Guten um... Um nichts. Okay. Na gut, zumindest hat er einen Magier... Den Magiertrank, einen Magertrank. Upsi. Weiß gar nicht, was ich jetzt eingeräumt habe. Aber jo, Gift hat er rumstehen. Mhm. Der ist Priester, ne? Und hat hier bei sich zu Hause Versammlungsräume eingerichtet. So. Dann gucken wir mal. Ja, hier hatten wir ja weitestgehend schon ausgeräumt. Ein Tempel der Kühneret, da werden wir jetzt nicht reingehen. Ganz so skrupellos sind wir nicht. Aber wir schauen mal, wen wir hier haben. Utgards Haus, ein Novizenschloss. War hier nicht gerade noch irgendwo eine Wache? Zack. Ha, da hat es uns mitten in der Aufnahme ganz kurz das Fraps rausgehauen. Ich hoffe, das merkt man nicht. So, dann gehen wir mal in Utgards Haus. Ja, so ein bisschen ausräubern. Sofern die hier überhaupt irgendwas zu holen haben. Karotten brauche ich jetzt nicht unbedingt. Bücher? Nee. Diebe der Tugend, bla 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 bla. Eigentlich gucke ich immer nur auf den Wert. Weil alles, was irgendwie
5, 6 Gold wert ist, ist sowieso schon mal gänzlich uninteressant. So, eigentlich sollte man so eine Diebestour ja auch nachts machen. Wir sind da ein Ausnahmedieb. Wir dürfen uns hier sogar bedienen. Das ist immer cool. Na. Geht doch. So. Die nehmen wir mal mit. Wenn wir irgendwann mal ganz viele... Hier, Dings da. Seelensteine haben. Da ist nämlich die Hoffnung, die ich gleich auf den Alchemistenladen setze. Da liegen nämlich einige Steinchen rum. Und auch Zutaten und weiß ja Geier was. So, jetzt machen wir direkt hier drüben weiter. Ja. Schönen guten Tag. Carlotta Valentias Haus. Das ist doch die Dame, die wir vor dem aufdringlichen Baden bewahrt haben. Auch hier ein kleines Novizenschloss. Oh, das lief. So. Hoffen wir mal, dass uns das Kind jetzt nicht stört, weil die Tochter rannte ja beim letzten Mal zu ihr, oder als ich hier zu Besuch war. Ich glaube, das war mit meinem Khajiit. Ich muss immer aufpassen, dass ich die beiden nicht durcheinander bringe. Da rannte nämlich das Kind hier rum. So. Ein Ork auf Abwägen. Was haben wir denn da? Kolb und der Drache. Karamellbonbon. Ach komm, wir nehmen mal so ein Karamellbonbon mit. Irgendwie bei den Sachen, bei den meisten Sachen hier dürfen wir uns bedienen. Das ist ja schon fast langweilig. So. Ist auch jetzt nicht störend, dass der Ork hier in voller Panzerung rumrennt. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwie das Schleichen erleichtern würde, wenn ich jetzt meine Rüstung ausgezogen hätte. Schalalalala. Oh, da haben wir zumindest einen Heiltrank. Das heißt, da hat sich auf jeden Fall der Ausflug hier in die Hütte schon mal gelohnt. Und dann... Oh ja, leere Beistelltischchen auch unbedingt durchsuchen. Hier ist ja eh keiner, also können wir das Schleichen mal ein bisschen sein lassen. Eine schäbige Haube. So, wenn da oben die Mutter schläft, wo schläft denn das Kind? Ach, hier bestimmt, ne? War hier im Bett? Ja. Kinderzimmer im Erdgeschoss, Elternschlafzimmer oben. Knoblauch brauchen wir nicht, Lachs brauchen wir auch nicht. Raus hier. So, es wird langsam dunkler. Moin. Falls irgendwas fehlt, ich war es nicht. So, dann gucken wir doch mal. Wen haben wir denn hier? Den trunkenen Jägersmann. Drunken Hunter oder so. Ja, aber der Typ ist auch irgendwie permanent. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was war Hallo, Frage. Mein Freund. Ein so, aber das denn zu verkaufen, können wir dir direkt mal hier so ein bisschen. Da habe ich genau das Problem. Das Problem ist, für das ganze gestohlene Zeug brauchen wir tatsächlich einen Hehler. Den findest du jetzt auch nicht an jeder Straßenecke. So, wer wohnt denn hier oben? So, mal schnell, bevor jemand kommt. Er steht ja da unten hinter seinem Tresen. Zack, ich bin der Tane, ich darf das. Das hier... Ach, der ist ja leer. Da brauchen wir gar nicht reingucken. Hi. Ich habe mich nur mal umgeguckt, wie du hier so wohnst. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung? Oh, vergib mir. Wir tun so, als hätten wir nichts gesehen. Aber selbst da haben wir gar nicht aufgepasst. Wo kam denn das Kopfgeld her? Beziehungsweise, wer hat uns denn da erwischt? Da habe ich gepennt, aber egal. Wir haben ja die Ich-bin-der-Tane-Karte. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Genau. Jetzt hätte ich ganz gerne in der befleckten Möhre hier. da war ja auf jeden Fall noch diese Schließkassette. So, noch ein bisschen Kaffee. Genau. Bleibt immer alle hier. Gut, sehen täte uns hier keiner tun. Genannt, nach Weißlauf geritten von Rorikstadt stammt. So, na. Na gut, so wirklich viele Dietrich haben wir dann gleich nicht mehr. Wo geht denn das Schloss auf? Ah. So. Das Leben
Bilanzfälschen, ja, das brauchen wir nur als Dieb und Halunke. Doch still war der Rote kein Wort mehr sagt, als Schild meint Mathilde, ja. Ja, das ist wahrscheinlich das Zimmer, was man bekommen würde, wenn man es denn mieten würde. Och, die Uschi sitzt ja immer noch da. Gibt es Neuigkeiten von den Alikir? Und ja, ganz vieles. Vor allem haben die mir gesagt, guck mal in die Kiste von der Eulen. Ragnars Schädel rollt auf dem Boden umher. Seiner Tat. Ah, die hat er zumindest schon mal nicht. Gibt es Neuigkeiten von. Na gut. Lass die Finger davon. Ja, ich mach doch gar nichts. So, den Dietrich haben wir. Das Gold holen wir uns auch. Dann hat sie noch eine Halskette, die mich ein wenig interessiert. Elender Dieb. Ja. Was denkt ihr? An Weihnachten geht's um Quicksave und Quickload. So, ich habe auch keine Ahnung, wie lange wir das jetzt hier machen. Ist da jemand? Mann, ehrlich. Versuchen wir es erstmal damit. Okay, das hat geklappt. Quicksave. Und dann, jetzt will ich aber auch noch die Kette. Widerwärtiger. Nee, jetzt gebe ich keine Ruhe, ehe ich nicht die Kette habe, Mädel. Immerhin bin ich dabei, dich zu retten. Also, vielleicht später mal. Mich werdet ihr. Ich will die Kette. Ein Dieb. Gib mir die Kette. 3 Stunden später. Widerwärtiger. Nee, es ist doch. Okay, jetzt mal Luft holen. Huh. Und jetzt holen wir uns die Kette. Mich werdet ihr. Okay, einen Versuch machen wir noch, ansonsten müssen wir das echt an der Stelle abbrechen, sonst sind wir. Ihr glaubt, ihr könnt. Okay. Wollte gerade sagen, sonst sind wir nächsten Monat noch dran. Aber wir notieren uns auf unserer Liste, Sadia hat eine Kette, die wir noch wollen. Und wenn ich sie dafür eigenhändig aus den Socken prügeln muss. Na, ich würde ja auch ganz gerne viel mehr Taschendiebstahl. Ihr braucht etwas? Mein liebster Saufkumpan, besorgt mal ein wenig mit. Ja. Wie läuft heute die Bettelei? Ja, verspottet den Dorfbettler ruhig, so wie alle anderen. Aber ich darf doch wohl noch schauen, oder? Hier sind ja gerade welche hochgegangen. Dann beeilt euch. Ich will nicht, dass ihr mit eurem Gestank meine Kunden vertreibt. Die Götter sind denen hold, die nächsten lieben. Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer, das Kaiservolk. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Den Kämpf. Okay, also die Triche kriegen wir hin. Das schaffen wir. Dann nehmen wir das Gold noch. Okay. Na, wir wollen es mal nicht übertreiben hier. Widerwärtiger Dieb! Ach, schade. Sturm. Hey! Nein. Ja, du musst doch nicht gleich die Axt ziehen. Sturmmäntel AD und alles, was stört. Wir holen uns wieder, was uns gehört. Ihr glaubt, ihr könntet. La 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 la. Ihr hättet. Weil die sind aber auch anhänglich, was ihren Schmuck angeht, ne? Hey! Ach, dann behalt doch deinen Scheiß, ehrlich. Dietrich und Geld habe ich. Was juckt mich der Rest? Den Schmuck hole ich mir irgendwann mal. Ja. Na, hier sind auch zu viele Leute. Wir beschränken uns da jetzt, glaube ich, tatsächlich erstmal auf die Geschäfte. So, und weil wir ja wissen, wie das Ganze hier abläuft, nehmen wir gleich die Hintertür. Na, denn nach vorne die Vordertür am Eingang. Ist das die Schmiedin? Okay, die hat noch geöffnet. Das ist natürlich nicht so. Wie soll das Haus? Na gut. Quick Save und Wander. Ich glaube zwar nicht, dass die in der Karte jetzt hier irgendwelche Reichtümer versteckt hat. Aber zumindest haben wir damit auch Schlösserknacken nochmal um einen erhöht. Ho, ho, ho. Da du keinen Kamin hast, muss ich leider durch die Vordertür kommen. Mut brauchen wir nicht. Wobei wir uns eigentlich mal so ein Outfit zusammenstellen könnten. Weißlauf für den Ehrenmann. Das ist doch ein Buch für uns. Auch hier dürfen wir uns bedienen. Mann, das ist ja fast langweilig. Wenn ihr euch alle nicht dagegen wehrt, dass ich euch ausraube, was bringen wir dann das Ausrauben? Mal ganz ehrlich. So, oh, toll ausgerechnet, der sagt, in den ich reingucke. An 300.000 läufst du vorbei und dann denkst du, du guckst mal in einen rein.
Und dann ist er von Natur aus leer. Wir werden jetzt mal eben schauen, dass wir das Ganze bis Mitternacht mal vorspulen. So, jetzt sollten die Geschäfte ja eigentlich zu haben, ne? Ein Quick Save. Oh, warte mal, uns sieht jemand. Oh, hi. Ich hock hier nur in der Zimmerecke. In der Hausecke. Das ist doch hier der Gehilfe vom Billitor, oder? Mit seinem Lieblingssatz, ich arbeite bei Billitor. Ich arbeite bei Billitor, heute Abend habe ich eh nichts vor. No, na siehste, so muss das hin. Ja. Und jetzt würde ich sagen, geht das hier mal los. Nein, alles uninteressant, okay. Hoffen wir nur mal, dass die Olle hier nicht... Himmelsrand für Kräutersammler. Ja, das nehmen wir doch schon mal mit. So, feine Stiefel brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Gut, und jetzt heißt es... Auf die Taschen. Rein das Zeug. Irgendwie hängt gerade mein Vorwärtslaufen fest. Ah, ich wollte schon sagen... Die nehmen wir mit. Herbarium, Bestiarium, Eisgeister. Cool. Geht's da jetzt nur um die... Okay. Naja, wäre jetzt vielleicht interessant, das zu lesen. Einen roten Apfel brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber das. Wenn wir den Toten schicken. Wer hustet da? Freundchen, verjag mich nicht. Eisgeistzähne, das ist so Frostspinnengift. Naja, einen Becher brauchen wir nicht. Wacholderbeeren nehmen wir nochmal mit. Die nehmen wir mit. 1, 2, 3, 4 Todesglocken-Dingsterblumen. Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass hier mehr Seelensteine rumstanden. Da können wir der guten Morgen eigentlich... ihre Zutaten zurückverkaufen. So, dann haben wir da noch zwei kleine Zimmerchen. Ich hoffe, dass das kleine Zimmer sind. Ach, da hinten das Regal haben wir ganz vergessen. Oh, pscht, jetzt haben wir hier... hier Krach gemacht. Warte mal, wir nehmen mal den Korb runter. Diebischer Kleid. Was denkt ihr, was ihr da macht? Oh. Steckt eure Waffen weg und im Namen des Jahres keine Bewegung. Kluger Mann. Jetzt kommt mit zum Schloss. Okay, das werden wir tatsächlich nochmal machen müssen. Da haben wir nicht aufgepasst. Scheibenkleister, da waren wir ein bisschen... Wo war das? Hier links. Da waren wir ein bisschen hastig. Wahrscheinlich durch das Rumlaufen. Hallo? Na, dann halt eben so. Na gut. Ich hab doch gesagt, das wird ein Speichern- und Laden-Spiel hier. So, da gab es ja nix, ne? Das Buch nehmen wir mit. Hey... Gab es hier was drin? Ich glaube nicht, ne? Nein. Kann man jetzt nicht hingehen und der Ollen im Schlaf nochmal eben mit dem Hammer einen über den Kopf geben? Die wird sich freuen, wenn sie morgen früh aufsteht. So, jetzt machen wir hier nochmal einen Quicksave. Haha. Okay, also in der Kammer schläft die Olle. Dann gehen wir gleich natürlich als erstes in die Kammer.
Da, das nehmen wir noch mit. Das braucht man nicht. Da war nur der rote Apfel drin. Augen offen halten. Gut, dann nehmen wir das. Jetzt bin ich gerade ein bisschen ruhiger, damit die uns nicht hört. Total geil. Hm? Ich bin ruhig, damit die uns nicht hört. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Das nehmen wir auch noch mit. Und jetzt gucken wir uns mal das Nebenzimmer da an. Jetzt sind wir schon bei etwa einer halben Stunde, glaube ich, so. Plus, minus ein bisschen was. Na gut, aber ist ja ein Weihnachtsspecial. Warum nicht? Ho, ho, ho. Das ist auch geil, als Weihnachtsspecial eine Folge raushauen, in der man die Bürger der Stadt um ihr Hab und Gut erleichtert. Aua. Ist doch gut, ich habe schon verstanden. Du möchtest an dieser Stelle nicht geknackt werden, aber hier so. Sehr schön. Ah, hier geht die Treppe rauf, okay. So, hier machen wir jetzt nochmal einen Quick Save. Ich wüsste jetzt zumindest im Moment nicht, dass wir schon ein Kopfgeld kassiert haben. Aber jetzt will ich natürlich auch noch gucken, wie ich da ein Geweih oder was, oder eine Wurzel. Haben wir was vom Tisch geschmissen? Tatsache. Gut. Dann gehen wir jetzt nochmal nach oben. So. Ja, da wird unser Zweierkrieger noch zum Teilzeitdieb. Ne, man muss ja gucken heutzutage, wo man bleibt. Wer weiß, was das Kriegerhandwerk in der nächsten Zeit an Geld einbringt. Da muss man schon mal schauen, wie es weitergeht. Gibt es hier noch irgendwas, was so aussieht, als wenn es sich lohnt? Gut, wir gehen mal in ihr Schlafzimmer. Ich vermute mal, das ist hier. So, und jetzt leise. Das scheppern wir erstmal hinten. Ja, ich glaube, das liegt echt an unserer Rüstung. Kann das sein? Ihr habt hier nichts zu suchen. Ja gut, dann gehe ich halt. Na gut. Haken wir mal ab. Das Schlafzimmer nehmen wir uns ein andermal vor. Denn jetzt wartet ja noch... Ich auch ein Abenteurer. Ja, halt die Klappe. Jetzt wartet ja noch Belitors Gemischtwaren. Auch hier nochmal eben... als hätte ich gewusst, wo es ist. Das ist doch schön. So, ein paar Pünktchen haben wir da direkt mal. Weiß gar nicht, ob der jetzt hier großartig was rumfliegen hat, was sich für uns lohnen würde. Aber wir gucken zumindest mal rein. Und ich glaube, testweise... Eisenstiefel, Offiziershelm... Ich trage zu viel. Die hatte ich doch vorher auch schon. Ach, einen zu viel tragen wir im Moment. Oh, das kriegen wir doch weg. Warte mal. So, dann saufen wir uns ein und schon passt halt wieder. Gut, was haben wir denn hier? Der Bettlerprinz, Niedergang. Die Nachtigallen, Wahrheit oder Legende? Ja, wer Skyrim kennt und selbst auch schon gespielt hat, der weiß, dass das Buch... Ihr habt hier nichts verloren. Was? Was machst du denn hier? Lass die Finger davon. Ich hab doch gar nichts angepackt. Ich sage es euch zum letzten... Ja, ist halt, aber das sieht eh nicht so aus, als wenn der wirklich was von Interesse für uns hätte. Wir sind ja immer noch überladen. Ich habe doch gerade so viel gegessen, da müsste doch eigentlich, ne... was können wir denn davon mal? Da ist die Schrift. Warum konnte ich die denn bei dem einen Magier nicht wegdingsen? Wegdingsen, verstehst du? Zauberbuch. Kann nicht schaden, wenn wir da mal ein bisschen was können. So, damit haben wir theoretisch wieder Kapazität. Ja, im betrunkenen Jägersmann waren wir. Beim Schmied gibt es jetzt...
Gut, man könnte das ganze Zeug klauen, was die einem da anbieten. Aber ich glaube, an der Stelle lassen wir das mit Weißlauf erstmal. Die gröbsten Schlösser sind geknackt und die Sachen, die wir noch nicht holen konnten, holen wir uns ein andermal. Vielleicht in einem Silvester-Special. Ja, falls ihr euch das hier wirklich angeguckt habt, vielen Dank fürs Reinschauen. Und für alle anderen sehen wir uns gleich in der Drachenfeste wieder, wenn es mit der regulären Aufnahme weitergeht. Bis dahin, macht's gut.